Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde Outbreak Island Pendulum. Ihr seht's, die Sonne geht langsam auf. Ich bin in der Nacht etwas herumgeirrt, habe versucht, die Stelle zu finden. Und ja, bin zu dem Schluss gekommen, es muss diese Höhle dort sein. Das habe ich ganz einfach ausprobiert, indem ich einfach mal ins Wasser gegangen bin, geguckt habe, ja, ich kann schwimmen und wenn ich hier ein paar Meter reinschwimme, dann taucht auch dort der Questmarker auf. Da drüben ist er. Sind sogar Fische im Wasser. Ist das nicht schön gemacht? Und ja. Da wird es dann wohl dort weitergehen. Da haben wir noch was zwischendurch entdeckt. Da drüben ist auch noch ein Container. Kann man da gleich rüber hüpfen? Nein. Na, bleib mal oben. Oh, was haben wir denn? Mikrocontroller. Oh, Inventar voll. Was schlammert denn schon wieder alles mit uns rum? Holen wir mal das. Braucht man am wenigsten. Momentan kann man noch keine Munition herstellen, haben wir noch nie gemacht. Aber ich müsste dann mal mit der Shotgun wieder schießen, damit ich die Munition verbrauche. Ich weiß auch richtig, verzichten will ich auf gar nichts, ne? Hm, merkt ihr. Aber die Mikroelektronik, na gut, wir wissen ja, wo sie ist. Können wir uns ja jederzeit hier holen, wenn wir sie brauchen. Was essen können wir mal noch? Ja, da hat er manchmal ein bisschen Probleme mit der Steuerung. Deshalb hat er jetzt versehentlich geschossen. Wie er die Menüs auf und zu macht. Das habt ihr gerade gesehen. Eigentlich hätte ich mit Escape verlassen müssen, aber ging nicht so richtig. So, sieh mal zu, dass du hier hochkommst. Und hier ist auch das Boot. Schau dir es an. Eine leere Flasche kann ich gerade nicht mitnehmen, habe nur Wolle dabei. Und jetzt erinnert mich das doch an das Foto. Da war doch ein Foto mit Boot. Ja, hier ist es. Ich muss bloß noch die richtige Perspektive finden. Und hier? Ne, von der anderen Seite. Eigentlich von hier. Aber von hier kriegen wir es natürlich nicht fotografiert, ne? Ja. Kommt man von da drüben mit dem Zoom ran? Nee. Dann ist es aus dem Wasser fotografiert. Ne, aus dem Wasser kriegt man es ja nicht hin. Von wo hat er denn das fotografiert? Geh mal raus. Da müssen wir von dort oben irgendwo vom. Zeig mal die Kamera. Näher ran können wir nicht zoomen. Hat er das von dort drüben fotografiert? Kann aber auch nicht sein. Ein Boot gibt es ja nicht, ne? Gut, reicht. Reicht ungefähr die Perspektive. Gut, das hätte ich jetzt nie gedacht. Das ist ja albern. Aber damit haben wir das Boot auch gemacht. Fehlen uns noch drei Fotos? Na, schauen wir mal. So, jetzt aber erstmal in die Höhle zu dem Questmarker. Wir sollen den weggelaufenen
Forscher finden, da das Boot noch hier ist, hat es offensichtlich nicht geschafft, wegzukommen. Vielleicht war er selber infiziert. Da ist auf jeden Fall ein Kürbis, ein weiterer. Ja, da liegt er. Ist nie weit gekommen. Gut. Zwei brauchen wir noch. Da haben wir eine Wasserflasche. Räumen die mal weg. Ja, jetzt haben wir ein Problem mit dem Inventar schon wieder, ich sehe es, weil wir brauchen ja mindestens mal diesen Ausweis dort. Eine ist eine Nachricht, das ist der Ausweis und das ist der tote Wissenschaftler, der, wie schon befürchtet, offensichtlich infiziert war. Warum sollte er sonst hier so liegen? Und was ist das? Use, alles klar, hier können wir speichern und schlafen. Schlafen braucht man nie, Gesundheit ist okay. Dann lesen wir mal seine Nachricht. Secret Documents. Die Dokumente sind offensichtlich verschlüsselt. Wir sollen nicht erfahren, worum es geht. Sehr gut. Und den können wir gerade nicht mitnehmen. Da müssen wir mal einen Platz schaffen. Muss ich doch auf was verzichten. Ich verzichte auf die Plastik, denke ich. Wenn ich so durchgucke, ist das das, worauf ich am ehesten verzichten kann. Es liegt jetzt auch nirgends hier rum, das heißt, es hat er wirklich zerstört und nicht nur zur Seite gelegt. So. Questmarker. Questmarker springt nicht weiter. It's a bug or a feature? Hätte schon erwartet, dass es weitergeht. Ich meine, wir wissen ja, was diese Karte bringt. Ne? Die Karte gibt uns Zugang wahrscheinlich oben zu dem. Zu dem Bunker. Was heißt Bunker zu diesem Versteck? Zu dem Research Bunker. Da hängt jetzt hier Find the Escaped Scientist. Nicht gut. Ich hab den Kürbis, ich hab das Zelt. Ja, abbauen kann ich es gerade nicht. Brauche ich aber auch nie. Die Nachricht gelesen. Zumindest habe ich es versucht. Das ist jetzt ziemlich doof. Na gut, ist eine Testversion. Kann schon sein, dass es hier irgendwie einen Bug gibt. Was es uns nicht gerade einfacher macht, weil wir jetzt die nächsten Quests morgen nicht so leicht finden. Und ich weiß nicht, ob er jetzt auch dann vorankommt im weiteren Spielverlauf. Gut, was könnte ich machen? Ich könnte das letzte Save-Game laden. Und gucken, ob er dann weiterspringt. Auch schön gemacht hier, ne? Sauerstoffanzeige, dort wo sonst die Ausdauer ist.
Oh, guck, eine Kiste. Bleib mal in der Nähe. Auch nicht so einfach. Find Explore Search Bunker. Jetzt ist er weiter gesprungen. Warum jetzt erst? Gehörte das dazu da unten, die Kiste? Oh, na toll. Ja. Ich weiß, wo der Bunker ist. Ich weiß auch, wo unser Auto ist. Das heißt, wir laufen erstmal schnell zu unserem Auto. Das ist hier oben. Oh. Ja, ein Stück außerhalb. Dann irgendwann habe ich gedacht, jetzt läufst du zu Fuß weiter. Geht fast genauso schnell wie mit dem Auto. Und gerade nachts, wenn du hier querfeldein läufst, bevor du mit dem Auto noch einen Unfall baust. Ja, die Infizierten sind recht dumm, beziehungsweise haben recht kleinen Radius, wo sie uns erkennen, können sie also einfach links liegen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Fall. Na, auch er hat uns nicht entdeckt. Das Auto steht an einer markanten Position, genau dort, nämlich an diesem Turm. Und im Turm oben war ich schon, da war eine Lootbox. Ja, gut, habe ich leer gemacht, war nichts Überwältigendes drin. Pilze können wir einlagern. Gut, und dann können wir nämlich was trinken. Ja, trinken war nicht, wegfahren war nicht der Plan. Trinken. Gucken, ob ich hier noch Energy Drinks habe, die ich leer machen kann. Weil die Wasserflaschen haben einen ganz kleinen Nachteil, wenn wir die trinken. Da bleibt eine leere Flasche übrig und die brauchen Inventarplatz. Aber lässt sich nochmal nie ändern. Noch die Pilze und dann geht es uns wieder richtig gut, oder? Sehr gut. So, den Research Bunker, den hatten wir ja schon gefunden. Da können wir zusammen hinfahren. Wir müssen jetzt genau wieder hier vorbei bei den beiden Kollegen hier. Aber da hat man schon festgestellt, solange wir beim Auto sitzen, sind die da total entspannt, tun uns überhaupt nichts. Sind es inzwischen drei, oder? Ja. Da können wir die eigentlich überfahren. Hey, die können wir nicht mal überfahren. Ja, wie fährst du an? Bumm, vier sind es inzwischen. So, ne, fährt man dran, bumm, passiert nichts. Also ich denke, da wird schon noch einiges nachgebessert werden, bevor das Spiel rauskommt. Demo-Version ist jetzt auch schon ein paar Monate alt. Und das, oh, uiuiui. Und das Komplettspiel, das ist noch nicht draußen. Das heißt, da hat er offensichtlich schon gemerkt, dass er da noch einiges nachzubessern hat. So, ich lasse das Auto gleich hier vorne stehen. Oder fahren wir rein? Müssen wir dann hier drinnen wenden? Kriegen wir hin. Denke ich. Wir gehen zusammen rein, es wird zwar schon dunkel, aber ich bin guter Dinge, dass es da drinnen vielleicht Licht gibt. Wir sollen immer noch diese fünf Kürbisse finden und dann kriegt man die fünf.
versteckten Lootboxen. So. Wie viel Platz haben wir im Inventar? Es ist überschaubar. Gib mir mal die Shotgun. Denn ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier nicht alleine sein werden. Security Document. Schön. Vierstellige Nummern könnten Codes für irgendwas sein. Spannende Musik. Tagebuch. Okay. Ja, wer sich durchlesen will, ich versuche es nicht erst zu übersetzen, damit. Dabei kann ich nur verlieren. Aber wer sich durchlesen will und es jetzt noch nie geschafft hat, kann sich ja das Video anhalten. Das nehme ich mit, das Bier. Was bringt das Bier? Ne, das lassen wir hier. Okay, jetzt hat er es doch mitgenommen. Na, stand da, Space to Close. Hat er nicht hinbekommen. Die ganzen Wände sind bemalt, soll das so? Irgendwie gewartet, dass wir nicht alleine sind, oder? Na gut, suchen wir uns gleich die passende Nummer raus. Ich will bloß sicher gehen, dass ich hier nicht gleich von hinten überfallen werde. Tja, 2465. Probieren wir es einfach mit der ersten. Passt. Noch ein Tagebuch, Nummer 3, die Nummer 4 hat man. Okay. Komische Sachen gingen hier vor. Scheint alles nicht so zu funktionieren oder funktioniert zu haben, wie es sollte. So, hier zurück. Uiuiui, verrückt. Geht's nach oben? Finden wir uns hier jemals wieder raus?
Tagebuch Nummer 5. Okay. Bei den Experimenten ging irgendwas gehörig schief. Und dass wir hier Munition finden, kann auch bloß eins bedeuten. Es ist gerade etwas dunkel, ne, für euch. Kann auch nur eins bedeuten. Da ist jemand, da kommen wir gerade nicht ran. Weiß nicht, ob man das kaputt machen kann. Die Kette konnte man ja eigentlich zerstören, ne? Das scheint das Rechenzentrum zu sein. Hi du. Gut, in dem Rechenzentrum sollte man jetzt nicht unbedingt mit der Pumpgun rumfeuern, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man nicht bloß den Infizierten trifft. Gut, dort waren wir. Alles klar, geht's hier weiter. Jetzt nach oben. Exit. Okay, wir sind oberhalb des Bunkers. Da kommen wir noch nie rein, weil wir noch nie alle Kürbisse gefunden haben. Zeig mir mal bitte auf der Map, wo wir jetzt sind. Dort, okay, einfach nur ein Stück oberhalb. Gut, das Ding, das machen wir wieder kaputt. Das können wir ja inzwischen. Wie sowas geht. Dann nehmen wir uns wieder die Pumpgun. Wo ist er? Hier. Und dann machen wir ein Foto, weil ich glaube, das war doch auf einem Foto drauf. Da ist er, der Deckel. In welche Richtung geht er auf? Also in diese Richtung müssen wir fotografieren. Oh, da ist ein Turm. Da können wir dann mal schnell hochgehen. Nee, das war noch nie. Ah, noch nie die richtige Perspektive. Eher so hier, ne? Oh, hätten wir die Anlage nicht zerstören dürfen vorher? Okay, war einfach nur zu dunkel. Auch schön. Nächstes Foto. Das hat man gemacht. Die zwei hier fehlen noch. Gut, zu dem Turm gehen wir mal schnell hoch. Mal sehen, was es da zu holen gibt. Zeig mir noch mal das Inventar. Ein bisschen Platz haben wir noch. Auch das Kartenende. Pilze? Na gut. Oh, ist der besonders hoch oder täuscht das? Und dann ist nicht einmal was zu finden. Na toll. So, was haben wir dort? Ein Windrad, die Kartengrenze, sehr interessant. Und in diese Richtung, na, gehen wir mal hier draußen hin, können wir besser schauen. Dort ist der Leuchtturm. Ja gut, dann
machen wir das Spielchen wieder rückwärts, gehen runter und wieder in den Bunker. Das ist eigentlich so ein Aufgang oder so ein Untergang? Den Holzknüppel lassen wir hier liegen. Ja, dann was trinken müssten wir. Empty Bottle haben wir schon. Dann lass uns das Bier trinken. Prost. Noch was zu essen? Ja, hast du noch was? Gut, passt. Weiter geht's. Irgendeinem Grund ist jetzt die Waffe nicht mehr geladen gewesen. Gut, jetzt ist die Frage, kann man das hier irgendwie kaputt machen? Okay, man kann. Was zu essen gefunden. Was ist das? Schrott. Wie viel Essen bringt denn das? 25%. So viel brauchen wir gar nicht. Aber ich esse es trotzdem, damit wir diesen einen Slot freikriegen. Da ist doch vor uns jemand rumgerannt. Da geht's runter, wir bleiben erstmal hier oben. Gott, ist das dunkel. Naja, die Zahlen. Wo war's denn hier? 3, 4, 8, 7, probieren wir es damit. Gut. 1812. Oh, warte mal. Geklappt. Wunderbar. Interessant, dass es hier keine Lampen gibt. Wozu habe ich den Raum jetzt aufgemacht? Da ist nichts drin. Doch, der Schrank. Da oben. So weit oben habe ich nicht erwartet, etwas zu finden. Wo müssen wir denn hin dort? Also hört das mit dem Ausleuchten, das funktioniert alles noch nicht so richtig. Obwohl das sollte wahrscheinlich so sein. Da unten ist er, der Kollege. Komm mal her. In den Spinden soll auf jeden Fall was sein. Kann man das ja mitnehmen? Nein. Gut, dann machen wir die Spinde leer. Ich habe es jetzt drin gelassen.
weil ich keine Inventarplätze frei habe. Gut, hier habe ich gesucht. Der Questmarker ist weg. Tagebuch Nummer 6. Okay. So, müssen wir hoch, wieder ins Treppenhaus zurück. Und die Treppen nach unten. Und dann suchen wir unten weiter. Da geht's raus, da drüben waren wir. Tagebuch Nummer 1. Grob überflogen. Wer es lesen will, hält sich das Video an. Das machen wir wie gehabt. So, dann zeig mal, was hast du denn hier drin? Little Scrap. Und Munition. Das Skript kannst du aber tatsächlich mitnehmen. So, es gibt aber noch einen Marker. Da geht's nicht weiter. Verdammt, habe ich irgendwo was übersehen. Ging es hier unten irgendwo weiter? Da warst du doch schon. Aber tatsächlich haben wir ja erst zwei Türen aufgemacht mit den Codes. Sind die wieder zu, weil du zwischendurch draußen warst? Was war denn die erste Nummer? 2465. Hier warst du. Auch der Questmarker weg. Naja, jetzt geht's große Gesuche los. Das ist dann halt irgendwann immer so. Aber hier unten war doch nichts Offenes mehr. Hier warst du. Okay, das kannst du nicht wegmachen. Da drin. Hier gibt es keine Türen, also doch nach oben. Och nö. Ist da oben irgendwas übersehen?
Find the Explore Search Bunker. Den haben wir. Es ist wieder dunkel. Das war die Tür. Ach, genau. Gib nochmal die Kamera her. Aha. Nochmal so ein Schloss, eine Kette. Hier geht's weiter. Wird nicht immer hell, wenn man reingeht. Tape. Schnee. Kamera als Nachtsichtgerät. Komplett duster. Na, geh noch rein. Selbst hier reicht das Licht nicht aus. Huch, sorry. Oh, ist hier passiert. Zwei Türen, das hätte ich finste ohne nie. Ne, diese Nachtsicht hier, das ist der Questmarker. Build Greenhouses and plant your first plants. Alles klar. Components. Ja. Nehmen sie mit. Cool, irgendwie habe ich es geschafft, dass jetzt die Nachtsicht immer aktiv ist. So. Zeig mir noch mal die Codes 3487 und 6511. Eieieiei, was ist hier passiert? So, das Essen lassen wir uns natürlich nicht entgehen, richtig. Das machen wir wie gehabt. Wir essen einfach eins auf. Und dann können wir das zweite auch noch mitnehmen. So, gut. Build Greenhouses and plant your first plants. Das soll im Klartext heißen. Wir können nach Hause. Ich weiß nicht, haben wir jetzt die Pflanzwerkzeuge freigeschalten? Ich weiß es nicht. Wir können auf jeden Fall nach Hause. Ich mache mal hier ein bisschen Licht. Oh, dort haben wir ja schon ein Gewächshaus gebaut. Und dann werden wir das einrichten und hoffentlich können wir dann tatsächlich was pflanzen. Das ist zumindest die nächste Aufgabe. Das heißt, es müssten dann auch die Werkzeuge freigeschalten sein. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob er das hingeschrieben hat. Wir haben noch einen vierten Code. Wofür ist denn der vierte Code? Vielleicht für die Tür, die schon offen war. Nee, falsch abgebogen. Ja, das mache ich jetzt offscreen und wir sehen uns morgen an unserer Basis und versuchen das Gewächshaus zu bauen, so wie es hier steht, was wir machen sollen. Genau. Für heute verabschiede ich mich. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.